Die Deutsche Post erwartet wegen des boomenden Onlinehandels einen Jahresrekord bei der Zustellung von Paketen. Man rechne mit einem Plus von knapp 15% gegenüber dem Vorjahr, sagte der Postvorstand für den Paketbereich, Meyer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In der Vorweihnachtszeit werde man Pakete auch am Abend ausliefern. Nur so könne man die großen Mengen in der Corona-Zeit für alle sicher bewältigen. Die Deutsche Post erwartet wegen des boomenden Onlinehandels einen Jahresrekord bei der Zustellung von Paketen. Man rechne mit einem Plus von knapp 15% gegenüber dem Vorjahr, sagte der Postvorstand für den Paketbereich, Meyer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In der Vorweihnachtszeit werde man Pakete auch am Abend ausliefern. Nur so könne man die großen Mengen in der Corona-Zeit für alle sicher bewältigen.